Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Heute Rumänien gegen die Niederlande. Eins der letzten beiden Achtelfinalspiele bei der Fußball-Europameisterschaft 2024. Wir sind sehr früh dran. Wir haben ein kleines Autoproblem, wie man hier unschwer erkennen kann. Das wird jetzt gelöst und dann gehen wir vielleicht sogar noch in die Innenstadt und gucken uns, ob wir da noch ein paar Fans sehen. Also, jetzt sind wir am Stadion, wie man sieht. Alle hier schon am Start vor der Fanzone. Wir gehen jetzt da gleich rein. Ich sag 2-0 für Holland. Was sagst du, Ergebnistipp? 2-1 für Holland. Okay, dann haben wir es ja klar. Also hier, wie immer, der veränderte Eingang. Alles gleich. Oh, da ist schon die Arena. Und es ist echt noch weit vor Anpfiff, aber es ist schon richtig viel los. Okay, here we got our fans from the Netherlands. Are you looking forward? Okay. Okay, now we start from right to left with the prediction. So what do you think? What is going to be the score? 2-1 for the Netherlands. 2-1, okay. 2-1 also. 3-0 for the Netherlands, of course. Okay, who's scoring the goals? I think Wout is going to score one. Yeah. I also. It doesn't matter. It doesn't matter. Frimpong. Okay, Frimpong, okay. 2-1 for the Netherlands. 2-1 for the Netherlands. And are you going to win the championship? What is your prediction? Yes. Why do you say no? Who's going to win it in your opinion? Spain? Yeah. No, the Netherlands. No. But I hope the Netherlands, of course. Okay. We go for it. Okay, thank you guys. Good luck. Okay, thank you. Wir haben es reingeschafft. Kontrollen wie immer easy und gut. Das klappt gut. Ja, leider sieht das Wetter ein bisschen schwierig aus. Also es wird definitiv heute noch regnen. Aber schauen wir mal, wie es läuft. Vielleicht kriegen wir auch noch ein paar rumänische Fans für eine Prediction ran. Okay, so now all the way from Bucharest. A beautiful family. So, and now, what is your prediction for the match? So, I think Romania will win. Yeah. And we will go to the next chapter. So, you're going to win all the championship? I don't think so. Germany is very, very good. Very good. Okay, thank you. What is your prediction? I believe in our team, so we'll definitely win and we'll go to the final. Ah, you're going to the final? 3-0 for us. 3-0 tonight? No, excuse me. 3-1. 2-1? Yes. No, 3-1. Okay, and who's scoring the goals? Who are you betting for Romania? Thank you. Yes. Okay. Okay. Okay, thank you very much. So good luck for the game tonight. Thank you. Goodbye Germany, because it's the best team on the Okay, Germany. Yeah, we're going to have a tough match against Spain. No, but it's the best team on the Germany. No, it's the best team, no, really. Okay. The best trainer. Julian. Yeah, he's a good one. I like him. Okay, awesome. Okay, good luck. Thank you. So, wir sitzen wahrscheinlich da drüben, sehr nah an der holländischen Kurve. Da wird es natürlich dann richtig abgehen. Da drüben ist die rumänische Kurve. Also, heute wird es wieder mal richtig hier abgehen. So, wir sind ja hier relativ nah an der Pressebühne oder sozusagen direkt an der Pressebühne. Und wir gehen jetzt mal auf die Jagd nach Schmeini. Schauen wir mal, ob der da ist. Keine Ahnung, wer das hier ist, aber das sind auch die Fernsehleute. Hier steht auch ein junger, ambitionierter Kollege, kenne ich auch nicht, aus welchem Land der ist, aber hier werfen wir schon mal einen mutigen Blick auf die Spielerbänke. Okay, auf der Seite ist halt schon cool, da so direkt bei den Leuten dran zu sein. Also hier die Aufstellung, Rumänien keine großen Überraschungen. Dafür Dragutin war mal bei den Bayern im Gespräch und dann hier Holland mit dem Teil vorne Simmons. Ja, auch hier keine großen Überraschungen. Also, alles ist ready für ein gutes Spiel. Und hier trinkt die Bierche, kann man auch mal machen. Und hier das holländische Team ist jetzt gekommen. Stimmung ist da.
Da gleich Virgil van Dijk, freut sich. Also die Nummer hier mit den Bildern habe ich auch noch nicht gesehen, aber ich glaube links El Bobo Wout Weghorst zu erkennen. Von ihrem Teambild auch noch nie gesehen. Joshua Zirkzee, heute noch auf der Ersatzbank, vielleicht kommt er ja noch rein. Und da noch eine absolute Legende, Clarence Seedorf, da ist natürlich sehr cool, den noch zu sehen. Er hat auch gerade hier von der Leinwand gesprochen, aber Clarence Seedorf, absolute Legende, hat mit drei verschiedenen Vereinen die Champions League gewonnen. Also liebe Community, für diesen Matchstall habe ich mich jetzt fast eine Stunde angestellt. Ich hoffe, der Gewinner weiß es sehr zu schätzen. So, jetzt noch die Eröffnungszeremonie. Ja, wie gesagt, beide Fanlager sind voll da. Das wird heute echt geile Stimmung werden. Gentlemen, if you're able to, please stand up for the national anthem, starting with the Netherlands.
Automat, ja, der ist Atemmod, wird das wahrscheinlich ausgewechselt. Jetzt haben sie echt schon fast die 5 Minuten in Unterzahl gespielt und jetzt wird erst gewechselt. Substitution for Romania. Player number 22, Vasile Morgos. Hier nochmal teilst du nicht, bitte bei Bayern bleiben, wenn es geht. Beste Verteidiger die letzten zwei Jahre. Also, Halbzeitfazit. Ja, die Rumänen haben ja am Anfang echt richtig gut begonnen und dann halt durch Jacquo hier die kalte Dusche bekommen und dann war es eigentlich fast ein Spiel auf ein Tor. Also bin mal gespannt, wie es weitergeht, weil die Rumänen hatten jetzt auch zweimal Verletzungspech direkt. Muss man mal gucken, ob sie sich nochmal erholen und zurückkommen. Ansonsten wird Oranje das Ding hier ganz locker nach Hause fahren. Jetzt wird auf die jeweils gegnerische Fankurve gestürmt. Round of 16 Matches. Die Party in Orange, aber ein gutes Spiel.